Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Lackflow, Freunde. Ich muss mich wirklich bei einigen von euch entschuldigen. Ich habe auch schon ziemlich böse Nachrichten bekommen, verständlicherweise muss ich auch sagen. Ich habe mir jetzt viele Gedanken gemacht, ich musste viele Entscheidungen treffen, damit wir das Ganze in Zukunft anders handhaben können und diese Probleme bewerkstelligen können. Und ich glaube, ich habe einen guten Weg gefunden. Und ja, worum es überhaupt geht, das seht ihr wie immer nach dem Intro. Ja, erstmal an sich ist alles positiv. Der YouTube-Kanal wächst, Instagram wächst und die Firma wächst. Damit wachsen natürlich auch meine Aufgaben, gerade in diesem Bereich hier. Ja, genau. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass ihr uns so unterstützt mit euren Abos, mit den Aufrufzahlen. Das ist, wie gesagt, alles am Wachsen. Das ist ganz toll. Wir freuen uns da riesig drüber. Und ja, und dann... Deshalb, das ist das, was ich meine, das kann ich sehr gut verstehen. Wir kriegen halt viele Nachrichten, auch gerade auf Instagram, wo Anfragen gestellt werden. Das bedeutet, wir haben einmal ja, ich mache eine Story zum Beispiel, zeige ein bisschen was und dann kommen viele Reaktionen auf diese Stories. Das heißt, der eine gibt einfach nur einen Daumen nach oben, der andere ein Smiley. Dann kommen aber genau auch als Reaktion auf die Stories oder als separate Nachrichten kommen Auftragsanfragen an. So, dann haben wir teilweise, ich sag mal, 70 Nachrichten am Tag, wo manche nur ein Smiley schickt, aber auch einer dann eine Auftragsanfrage schickt. Und das geht leider teilweise bei mir im Arbeitsalltag unter, weil ich einfach ja, voll mitarbeite. Ihr wisst das mit den Projekten, wir haben Termindruck, wir arbeiten wirklich viel und lange und daher habe ich das immer oder zu oft vernachlässigt. Manche kriegen gleich eine Antwort, manche halt nie. Das ist blöd und das verstehe ich auch. Und da gibt es dann auch mal eine böse Reaktion drauf, kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Aber wir arbeiten daran. Ich will das natürlich nicht in Zukunft. Vor allem sind wir ja wirklich dankbar. Wir finden das toll, dass so ein hohes Interesse ist an unserer Arbeitsleistung. Und deshalb haben wir halt überlegt, wie können wir das in Zukunft regeln. Vor allem ist es ja nicht so, dass wir nur die Aufträge oder die Auftragsanfragen bearbeiten wollen, sondern wir brauchen natürlich auch die Aufträge, weil wir haben investiert, wir haben eine größere Werkstatt. Damit sind natürlich auch die Kosten gestiegen und die müssen wir natürlich auch irgendwo decken. Deshalb sind wir noch weiter in die Tiefe gegangen und haben gedacht, was machen wir? Wie machen wir das? Wie kriegen wir das alles geregelt? Und ja, ich hatte wirklich viele schlaflose Nächte, bis ich wirklich mich dazu entschieden habe, aufzustocken. Ihr wisst das ja, in der alten Halle habe ich mich ja schon dazu entschieden, einen Mitarbeiter einzustellen. Ne? Den kennt ihr, da oben ist er. Marcel. Hallo. Top Mann, bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Das ist ganz viel wert. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Auch nochmal in dem Sinne ein großes Dankeschön an Marcel. Aber auch wir zu zweit, wir kommen an unsere Grenzen, weil ich habe natürlich durch diesen ganzen Kram, wir wollen draußen bauen, ich habe einen enormen Verwaltungsaufwand. Das heißt, ich muss einfach mich sehr viel um Büroarbeiten kümmern. Und ja, dann bleibt wieder die Arbeit liegen und das soll sie halt nicht. Deshalb habe ich ja, ein bisschen nachgedacht, habe gesagt, komm. Wir wagen, wenn wir Geld ausgeben, dann wenigstens richtig. Wir haben noch jemanden eingestellt, zum Beispiel hier diesen netten jungen Mann. Moin, moin. Hi. Sag mal, wie du heißt. Ich heiße Lennart, bin im dritten Lehrjahr und genau. Ja. Genau, Lennart, Lennart wollte seinen Betrieb wechseln, hat sich vorher nicht so ganz wohl gefühlt. Und wir haben uns zusammengesetzt, uns unterhalten. Und ich glaube, das passt. Du passt hier gut ins Team. Wir haben jetzt schon... ja, fast eine Woche zusammen gearbeitet und das passt, das macht Spaß. Lennart ist
ja, ich sag mal so, er ist auch Abonnent. Das heißt, ich finde immer, wenn ein Auszubildender sich in der Freizeit mit dem Handwerk, was er lernt, beschäftigt und Videos übers Lackieren in der Freizeit guckt, dann ist das Interesse auch da. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und deshalb, glaube ich, haben wir da auch einen echten Glücksgriff gemacht. Und wir freuen uns. Herzlich willkommen im Team. Hallo. Er hat auch Bock, ein bisschen Social Media mitzumachen. Ist nicht kamerascheu und... Das wird eine gute Zeit. Ja, für mich ist das auch irgendwie noch nicht so richtig zu glauben. Jetzt haben wir Meister, Gesellen und einen Lehrling. So, und jetzt haltet ihr mich wahrscheinlich für bekloppt. Huch, wen haben wir denn hier noch? Nein, es bleibt nicht bei dem Lehrling. Wir haben auch noch einen Gesellen eingestellt. Und zwar, wie heißt du? Ich bin Alex, 22 Jahre alt und ja, mache seitdem 2 Jahren den Beruf. Ja, sehr gut. Gerade ja, seit 2 Jahren ausgelernt. Wir kennen uns tatsächlich auch noch aus meiner Vertriebszeit. Und ja, das heißt, für mich oder für dich keine unbekannten Gesichter. Auf jeden Fall freue ich mich auch. Herzlich willkommen im Team. Und danke. Ja, und noch was richtig Positives. Wir durch die Betriebsgröße, Ausbildung etc. müssen wir natürlich jetzt tierisch auf die ganzen berufsgenossenschaftlichen Geschichten achten. Und ja, da passt dein Hobby ganz gut zu, ne? Was machst du noch? Genau, ich bin ehrenamtlich noch bei der Feuerwehr und ja. Ausgebildeter Ersthelfer, also alles, hier ist für alles gesorgt. Genau. Im Team. Ja, mega. Ich freue mich, ich finde das einfach, ja, für mich ist das einfach voll krass, wie sich das Ganze gerade entwickelt. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir machen erstmal so ein kleines Begrüßungsgrillen, ne? Na dann mal einen guten Appetit. So lebendig hier, so viele Leute. Bin ich gar nicht gewohnt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mir so einen Gefallen getan habe mit den beiden Gesellen. Hier. So, zeig mal deinen Arm. VW, zeig mal deinen Arm. Schlägerei. Gefährlich. Aber in meiner Lackierung, das war schon mal richtig gut. Ja, ob das mal gut geht, ne? Mal sehen. Guck mal, eins haben sie alle schon gemeinsam. Ne? Alle am Holi saufen hier. Wusstet ihr eigentlich, dass der Holi nicht nur lecker schmeckt, sondern dass er auch viele wichtige Vitamine enthält? Natürliches Koffein, also ist ein Wachmacher auf natürlicher Basis, ohne künstliche Farbstoffe und Aromen. Ne? Und schmeckt, oder? Mhm. Ja, sag ich auch. Freunde, das ist tatsächlich kein Spruch, sonst würden wir natürlich auch nicht schon so eine lange Werbepartnerschaft mit Holi führen, weil die Sachen schmecken wirklich gut. Nicht nur die Booster, sondern auch die Tees. Und wenn ihr auch mal in den Genuss von Holi kommen wollt, es gibt diese schönen Starter-Kits hier, gerade für Neukunden, um sich mal anzuprobieren, was schmeckt mir überhaupt. Da bekommen wir mit Lackflow 5 mit dem Rabattcode sogar noch einen 5€ Rabattgutschein. Und für die alteingesessenen Holi-Besteller oder auch natürlich auch für Neukunden gibt es ganz coole Weihnachtsaktionen bei Holi. Auch verschiedene neue Produkte, limitierte Produkte wie zum Beispiel Zimtbratapfel etc. Also weihnachtliche Flavor, coole Aktion. Also falls ihr noch nichts habt, was bei euch oder bei Freunden unter dem Weihnachtsbaum liegen soll, dann schaut doch gerne mal bei Holi vorbei. Ja, ihr seht, viel Neues im Hause Lackflow. Wir haben ein richtig aufgewecktes, junges, cooles Team. Wir freuen uns wahnsinnig auf neue Projekte, die wir mit euch gemeinsam verwirklichen wollen. Und das heißt auch, ihr könnt gerne eure Anfragen stellen, wenn ihr Projekte mit uns zusammen verwirklichen wollt. Am besten so detailliert wie möglich. Schreibt uns eine Mail mit Bildern angehängt, weil ich kriege oft halt Nachrichten. Da steht, du Flo, was kostet denn eine Lackierung für einen BMW E36. Das ist ganz schwer zu pauschalisieren. Ihr habt das gesehen an den Projekten von Boberg und Hagen jetzt in der letzten Zeit. Bobergs CL 150 Stunden Arbeit, Hagens CL 40 Stunden Arbeit, weil einfach der Zustand entscheidend ist. Was möchte man haben? Welche Farbe soll das Fahrzeug kriegen? Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man also wirklich
pauschal sehr schwer sagen kann, was sowas nachher kostet. Das heißt, am besten wirklich, schreibt eine Mail, heftet die Bilder hinter, was ihr für Vorstellungen habt, welche Farbe das Fahrzeug haben soll. Und da muss man sich zusammensetzen, zusammen sprechen, was man machen kann, was das kostet, wo euer Budget ist, kann man für dieses Budget sowas überhaupt realisieren. Und ich glaube, dann findet man immer einen guten Weg. Bis jetzt haben wir unsere Kunden eigentlich immer zufriedenstellen können. Und ja, wir freuen uns auf eine weitere Zukunft mit euch gemeinsam. Dieses Jahr ist, ich glaube, das krasseste Jahr, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich habe einen Sohn bekommen, ich habe geheiratet, ein Haus gekauft. Das sind alles wahnsinnig emotionale und aufregende Ereignisse. Aber dieses Jahr, Selbstständigkeit starten, die ganze YouTube-Geschichte, was damit zusammenhängt, was wir uns aufbauen, das ist, das toppt, glaube ich, alles, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das ist wirklich richtig krass. Ich bin wahnsinnig stolz. Ich bin stolz auch auf die Mitarbeiter und was wir erreicht haben bis jetzt. Also ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe überlegt, manche Kanäle haben das schon mal gemacht mit so Frage-Antwort-Geschichten. Das wäre vielleicht für uns auch mal interessant. Habe ich gedacht, schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, was wollt ihr über uns wissen, über unsere Arbeit wissen. Vielleicht kann man da mal ein schönes Video zusammenschneiden, wo eure Fragen beantwortet werden. Würde mich freuen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das war's dann von diesem Video. Lasst mir immer ein Like da, euer kostenloses Kanalabonnement und ja, Kommentare sowieso und folgt uns gerne auf Instagram. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.